Liebe Nosy Roses, es ist Montag und ich bin wieder da mit dem neuen Video. Heute geht's um das allererste Mal. Super spannendes Thema. Wahrscheinlich bei jedem, der das hatte oder es vorhat oder noch nicht eben hatte und alles Mögliche, ist es auch ein riesen spannendes Thema. Und ist vielleicht sogar für junge lesbische Mädchen vielleicht ein bisschen schwerer oder noch spannender, oder wie soll ich sagen, weil man eben nicht so viele Anlaufstellen hat wie andere. Also zum Beispiel ein heterosexuelles Mädchen geht in den Kiosk und holt sich dann die Bravo und kann dann da entspannt ein bisschen was drüber lesen, ist ja alles voll mit sowas. Und vielleicht ist es ein bisschen schwerer eben für uns gewesen oder ist für euch Jungfrauen noch da draußen ein bisschen schwerer gewesen, sich vielleicht ein bisschen die Angst vielleicht zu nehmen, die man auch ab und zu hat. Was ich dazu sagen kann, ja, zu meinem ersten Mal war, man muss dazu sagen, ich sehe das sehr konservativ oder vielleicht altmodisch. Also ich hatte mein erstes Mal mit jemandem, mit dem ich mir ganz sicher war. Und wo ich bis jetzt noch froh drüber bin, mit der Person mein erstes Mal gehabt zu haben, weil es war gut, es war schön, es war romantisch, wie es doch die Frau will, und es war nicht irgendwie daher gemacht so. Also ich habe nicht jetzt, klar, es ist einfach nur Sex, aber ich finde, es kann Sex sein im einfachen Sinne oder es kann einfach nur wirklich schön sein mit allem drum und dran. Und ich bin eben so ein elender, altmodischer, konservativer Romantiker, der das eben schön findet. Ja, und ich war extrem aufgeregt und ich habe versucht, meine Aufregung wegzukriegen, indem ich mit meiner Freundin darüber geredet habe, was ich, glaube ich, echt jedem empfehlen kann, Entschuldigung, mit der Person zu reden, wenn man die Möglichkeit hat, schon zu wissen, dass man mit der Person sein erstes Mal haben will. Ich verurteile nicht Leute, die das mit irgendjemandem haben, ich meine, jedem das seine oder kann man so machen, wie man will. Ich rede jetzt nur von meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und ich kann bis heute noch sagen, dass es gut war, dass ich das eben mit ihr besprochen habe. Für sie war es eben nicht das erste Mal, was mir ein bisschen mehr Angst gemacht hat, weil ich dann gedacht habe, scheiße, sie weiß, wie es ist, wie es geht. Und ich will nicht schlechter sein als die blöde Ische davor und alles Mögliche, aber durch das Reden und durch die intensiven Gespräche ging halt auch mehr die Angst weg. Und war sehr hilfreich. Ja, also bei mir war das so, mein erstes Mal mit Kerzenschein und schöner Musik und schöner Atmosphäre. Und klar ist es jetzt nicht mehr so, dass ich da jedes Mal die Kerzen anmache und alles Mögliche. Aber in dem Moment fand ich es so schön, wie es war. Und wenn ich dann daran denke, weiß ich, war schön. Ja, also ich bin froh, dass wir das so gemacht haben. Und kann ich nur empfehlen. Und vielleicht halt auch nicht gleich irgendwie. Gut ist es auch, wenn man das vielleicht auch nicht so genau plant. Also, soweit ich das weiß, war das bei uns so, dass wir halt wussten, dass es bald soweit ist. Und als sie dann rausgegangen ist, habe ich halt dann die Kerzen angemacht, so nach dem Motto, ich bin bereit. Ja, aber vielleicht nicht so, okay, heute 20 Uhr, ab geht's, weil dann, glaub ich, macht man sich ein bisschen zu viel Druck und man ist so schon, glaube ich, meistens ängstlich oder verkrampft, dass es vielleicht so geht. Genau, kann ich also auch empfehlen, vielleicht nicht sich einen bestimmten Zeitpunkt auszumachen oder einen Termin machen, um das alles zu machen. Wichtig ist vielleicht, sich immer, ich sag mal, sich bereit zu fühlen und sich vielleicht ein bisschen vorzubereiten. Also, weiß nicht, angenehm, wenn man gute